Einen wunderschönen guten Tag, liebe Pöhlersbande, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf dem Kanal. Ich hole jetzt Christian ab. Wir beide fahren nach Dortmund. Warum, wen wir treffen, was passiert, erfahrt ihr jetzt. Guten Morgen. Guck mal, wer da ist. Mahlzeit. Mahlzeit. Ne? Ja, fahren wir nach Dortmund, ne? Wir fahren jetzt mal schön nach Brakel. Huiuiui, jetzt und hat er schon verraten, wo genau wir hinfahren. Ja. Oh, das wusste ich nicht. Ja, ist ja kein Problem. Die Leute werden es ja erfahren. Aber mehr verraten wir auch nicht. Warum wir hinfahren? Mehr verraten wir nicht. Schön, Hoodie hast du an. Ja, gibt's bei uns auf pöhlers.de. Ja. Ab geht's. Ja, liebe Pöhlersbande, jetzt sitzen wir hier im Auto. Ich hoffe, der liebe Mann neben mir ist auch zu sehen. Ist nämlich alles freihändig hier quasi. Ja, was denkt ihr denn? Was machen wir denn in Brakel? Warum fahren Toxi und ich nach Brakel? Habt ihr Ideen? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wenn ihr gehypt seid, dann gerne mal Daumen hoch da lassen. Hallo liebe Pöhlersbande und herzlich willkommen in Brakel am Trainingsgelände von Borussia Dortmund. Hier sind wir und wir haben was abgeholt, was euch zugutekommen wird, und das werdet ihr jetzt gleich sehen. Ja, liebe Pöhlersbande, ihr habt es ja jetzt gesehen. Um die Jungs natürlich in der Vorbereitung auf das Spiel gegen Bayern München nicht zu stören, machen wir das Ganze per Foto. Aber Christian hat die Dinger in der Hand und wir zeigen sie euch nochmal. Da sind sie, die Juten. Die Juten-Dinger in 46 2 Drittel, also große Latschen, original getragen. Ihr seht es hier, ne, auch wenn zwei Stollen fehlen, das ist ein gutes Zeichen. Ne? Der Einsatz stimmte. Ihr seht, benutzt mit Unterschrift, also richtig, richtig geil. Normalerweise machen die Spieler das gar nicht. Also ein riesen geiler Preis zu gewinnen. Wie und wann wir das Gewinnspiel machen, das erfahrt ihr natürlich. Aber wir sind super glücklich, dass wir mit dem Tiginator, wie er auf Instagram auch heißt, könnt ihr gerne mal in der Videobeschreibung abchecken, haben wir mal verlinkt. Lasst gerne ein Abo da bei ihm auch. Nochmal ein riesen Dankeschön. Und schreibt ihm gerne auch mal eine DM bei Insta und sagt auch mal Danke. Da sind sie! Da sind sie! Da sind sie! No! Ja, und neben mir, liebe Pöhlersbande, ist er, der gute Jesko, der Ehren-Jesko. Hallo, hallo. Nicht nur im Interview bei uns gewesen, jetzt auch mal live, und er ist noch größer, als er eh schon wirkt, ja. Und arbeitet Morgen natürlich auch bei Wind und Wetter. Es ist arschkalt hier. Schweinekalt. Ja? Schweinekalt. Aber, ja, wir machen auch schnell. Das ja, Klassikerspiel Bayern-Dortmund steht natürlich vor der Tür. Was sagst du denn? Generell oder als Ergebnis? Ja, so generell und als Ergebnis hinterher. Ja, ich hoffe, es wird ein richtig gutes Spiel. Hab da Bock drauf. Ob mit oder ohne Zuschauer, werden wir sehen. Aber Dortmund halt gerade nach dem Spiel in Wolfsburg, wo sie mich echt überrascht haben, also nach dem 0-1, nach zwei Minuten, hätte ich jetzt nicht mehr als 5 Euro noch auf den Sieg gesetzt vielleicht. Richtig starkes Spiel, gute Mannschaft, beide gute Mannschaften. Ich habe Bock drauf. Ja. Also haben wir auch, und uns ging es genauso. Wir haben gedacht, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Nach zwei Minuten ist ja der Drops gelutscht. Aber sie haben ja wirklich eine Reaktion gezeigt und haben es dann auch souverän zu Ende gespielt. Treten die so auf, ist da was drin, oder? Ja, absolut. Ja, danke dir. Und wie gesagt, der Ehren-Jesko, ne? Wenn Sky am Start ist, dann immer Jesko von Eichmann abchecken und ballert den bei Instagram zu. Ja, und vielen lieben Dank. Ah, so. Liebe Pöhlersbande, wir sind zurück aus Dortmund, sind wieder bei uns im heimischen Büro angekommen. Die Jacken sind noch gar nicht ausgezogen. Ja, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Und ja, jetzt gibt es natürlich noch ein ausführliches Fazit vom Brakel-Trip, ja, von Christian und mir. Und
Ja, ich würde sagen, Christian gebührt der Anfang. Und dann erzähl doch mal, wie war es so in Brakel? Was soll man sagen? Es war ein erfolgreicher Tag für die Pöhlersbande und auch für uns persönlich. Wir haben ganz viele tolle Menschen da getroffen, unter anderem Jeske von Eichmann. Wir haben mit dem, glaube ich, eine halbe Stunde telefoniert. Nee, haben wir nicht. Wir haben mit ihm eine halbe Stunde gesprochen, haben die Spieler gesehen, wie sie vom Platz oder vom Gelände runtergefahren sind. Emre Can hat noch gewunken, hat gesagt, hallo Pöhlers, habt ihr ja auf dem in dem kleinen Snippet gesehen. Wir haben mit natürlich Steffen Tigges gesprochen, haben natürlich die Schuhe, da verraten wir euch gleich oder demnächst mehr. Deswegen wichtig, Instagram folgen, ne? Link in der Videobeschreibung. Und ja, zum krönenden Abschluss haben wir eine Person getroffen. Dafür übernehme ich mal die Cam und gebe das mal weiter an Toxi, der kann das auch erzählen. Ja, kann ich sehr gerne machen. Also wie gesagt, die Eindrücke müssen erstmal verarbeitet werden, liebe Leute. Steffen Tigges, wie gesagt, danke, geht nochmal raus. Und jetzt gehen wir natürlich vor die gewohnte Pöhlersbande, stelle ich mich hier mal hin, wie gesagt. Ich ziehe jetzt auch mal die Jacke kurz aus, will gerade erst wieder reingekommen. Also, Tiggi, vielen lieben Dank nochmal. Schuhe rauszuknallen, das haben bisher ja, wenige gemacht. Und was damit passiert, wie gesagt, Christian hat es gesagt, das erfahrt ihr. Danke auch nochmal an Jesko und hoffentlich hast du recht. Und der BVB gewinnt gegen die Bayern im Klassiker. Und ja, wir haben Edin Terzic getroffen. Und nicht nur, dass wir Edin getroffen haben. Nee, eigentlich haben wir ganz fanlike einfach nur gefragt, hör mal Edin, können wir ein Foto machen, wenn wir dich schon noch treffen? Edin hat nämlich neben uns geparkt und das war ganz witzig irgendwie. Und dann sagt er, nee, klar, können wir machen. Also super, super sympathischer Kerl. Und dann sagt er, ja Moment mal, ich kenne euch doch, ihr seid doch die Pöhlers, oder? Und ich muss sagen, Christian und ich, wir haben uns angeguckt wie Autos. Von Christian hörst du nur so, echt jetzt? Und ja, er kannte uns tatsächlich, alleine schon von unserem Interview mit Otto Addo, an der Stelle auch nochmal verlinkt hier in dem Video, haben wir natürlich gemacht in der abgelaufenen Saison, das stimmt. Und ja, das war natürlich irgendwo auch nochmal eine Bestätigung für das, was wir hier so tun, für die Arbeit, die wir hier tun, mit der Pöhlersbande, mit euch, für die Community, für Borussia Dortmund. Und es war einfach ein unvergleichlich geiler Tag und ich kann nur sagen, wenn euch das Ganze drumherum auch gefallen hat. Ihr kennt das Spielchen. Daumen nach oben, den Kanal abonnieren, wer es noch nicht getan hat. Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Keine Vlogs, keine Live-Reactions, keine Stadion-Vlogs, keine Interviews, kein nichts. Es kommt in nächster Zeit wieder einiges. Viel Content, FIFA-Content, ganz viel Verschiedenes. Bei den Pöhlers seid dabei. Und jetzt übernehme ich nochmal und dann kann Christian auch nochmal tschüss sagen. Ganz kurz. Tschüss.